Hi Leute, hier ist der Michel, ich begrüße euch bei P1TV mit der letzten Preview-Folge zu Dirt Rally auf der Xbox One. Ja, morgen ist es endlich soweit, die Konsolenfahrer dürfen auch endlich loslegen, beziehungsweise haben es bestimmt schon einige heute in den Händen. Das ist ja meistens so bei Konsolengames, dass die von Amazon oder auch in Elektromärkten schon öfter ausgeliefert werden, beziehungsweise öfter schon ja, in den Händen der Käufer sind. Und insofern gebe ich euch heute hier mal eine kleine Starthilfe nochmal mit dem Lenkrad, beziehungsweise werde sowieso einfach mal Dirt Rally auf der Xbox One mit Lenkrad ein bisschen vergleichen zur PC-Version, denn ja, ist ja durchaus unterschiedlich, auch in puncto Treiber, Anbindung und so bei der Xbox manchmal. Also zumindest bei Project Cars hat sich damals das Lenkrad, finde ich, relativ anders angefühlt als bei der PC-Version. Mal sehen, wie es da bei Dirt Rally bestellt ist. Und ja, wir haben zum Einsatz hier das Thrustmaster TX-Wheel, nochmal dazu gesagt, mit dem 599XX Evo Alcantara-Aufsatz. Aber das macht ja prinzipiell erstmal keinen Unterschied. Das ist ja wirklich nur der Aufsatz. Ansonsten ist ja so alles gleich. Und ja, legen wir mal los. Ich kann euch auf jeden Fall heute nochmal den Peugeot 208 T16 Pikes Peak zeigen. Ich habe herausgefunden, dass man den nur wählen kann, wenn man quasi die voll asphaltierte Version von Pikes Peak fährt. Wir werden heute noch Rallycross mit den Minis fahren, was wirklich sehr lustig wird. Und wir werden zum Einstieg hier nochmal ein bisschen Rally fahren. Ja, zunächst mal sage ich einfach mal, Optionen, Lenkradoptionen, ihr könnt auch hier die Steuerung genau wie auf dem PC frei belegen. Das geht alles wunderbar, kein Problem. Ich empfehle auf jeden Fall am Anfang, das Force Feedback ein bisschen runterzunehmen, weil 100% ist echt knackig, das ist schon ordentlich stark im Lenkrad und ich denke mal, ein bisschen weniger Force Feedback ist man sowieso ein bisschen schneller. Man auch einfach schneller reagieren kann, schneller gegenlenken kann, nicht ganz so viel Widerstand hat. Vor allem der Punkt unten ist relativ wichtig, glaube ich, hier Zentrierkraft von der Lenkung. Die ist so schon mit 100% sehr, sehr, sehr saftig und sehr, sehr stark. Ich gehe hier sogar nochmal ein kleines Stückchen runter auf 85. Und ansonsten könnt ihr auch das Lenkrad hier kalibrieren. Beim 599XX-Aufsatz werdet ihr schnell herausfinden, wo hier A- und B-Taste sind. Das sind nämlich oben die Tasten Radio und Scroll. Aber das, wie gesagt, das findet ihr, denke ich, mal raus. Hier könnt ihr dann noch einfach mal gegenchecken, wie euer Lenkrad gerade eingestellt ist. Ja, ihr seht schon gerade, mein Lenkrad ist hier relativ sensibel eingestellt. Das zeige ich euch gleich einen Hintergrund davon mit der Gradzahl. Ansonsten empfehle ich eigentlich auch immer, Spiel rauszunehmen. Jegliches Spiel bin ich zumindest kein Freund von, muss jeder für sich selber herausfinden. Ja, Force Feedback haben wir, erweiterte Lenkradeinstellung. Ihr könnt hier übrigens noch ein bisschen runterscrollen, dann habt ihr auch noch die Kalibrierung. Das könnt ihr dann einmal durchklickern, auch wenn euch da irgendwas nicht gefällt und dann sollte das soweit auch passen. Softsperre ist eine interessante Einstellung hier. Die übernimmt nämlich die Steuerungssperre des jeweiligen Fahrzeugs. Habe ich jetzt erstmal aus. Spielt, glaube ich, keine so mega große Rolle. Ja, ansonsten frei belegbar und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit der Rally. Es wurde sich gewünscht in den Kommentaren nochmal Schweden. Also wir haben ja schon Griechenland durch, wir haben ja schon Monaco gefahren, Deutschland, Finnland waren wir auch schon kurz. Dann machen wir heute mal Schweden und vielleicht nachher nochmal eine Runde Wales. Machen wir mal Schweden, hier den guten Elxion Sprint mit Schnee. Da gibt es ja auch schon Munkelei, dass da die Dirt Rally Framerate ein bisschen in die Knie geht bei Nebel, Schnee und so, aber ich habe bisher davon noch gar nichts gemerkt, also ich habe absolut keine Probleme. Genau, es wurde sich gewünscht, der 2001er Subaru von Richard Burns, den haben wir hier, den nehmen wir auch. 6-Gang, Allrad, 300 PS, so muss das sein. Ja, wirklich ein fantastischer Sound auch bei diesem Fahrzeug, muss man mal so sagen. Wenn wir gleich merken, Backfire, wirklich ein ganz, ganz geiler Innenraum-Sound, außen auch mega, richtig toll. Ja, genau. Zweiter wichtiger Hinweis. Wenn ihr das erste Mal Dirt Rally anschmeißt, werdet ihr feststellen, wenn das Lenkrad auf 900 Grad eingestellt ist, dass das schon sehr träge zu fahren ist mitunter. Sehr gewöhnungsbedürftig für mich zumindest. War es jetzt zumindest so. Ich habe da sofort zu diesem kleinen Hilfsmittel gegriffen. Ja, ihr habt ja unten links an der Basis, ne, habt ihr diese Mode-Taste. Wenn ihr die gedrückt haltet und dann gleichzeitig das Steuerkreuz nach rechts oder nach links drückt, dann könnt ihr euren Lenkwinkel verändern vom Lenkrad. Und das ist hier bei Dirt Rally, glaube ich, ziemlich wichtig für den Anfang, solange das noch nicht vernünftig richtig unterstützt wird. Weil, also ich kann es ja mal ganz kurz demonstrieren und das Auto auch nochmal kurz von außen zeigen und so. Ja. Handbremse. 5, 4, 3, richtig geil. 2. Das ist aber die Testfahrt. Erstmal kurz Sound genießen, das ist gerade mal das Wichtigste. Richtig geil, wie der auch innen, warte mal. Wie das knallt, ne, ist total geil. Ich liebe den ja auch schon so bei der PC-Version.
Der ist wirklich ein Hammerwagen. Der fährt sich so richtig, richtig schön geschmeidig, richtig geil. Der Fokus ist fast noch ein Stückchen besser, finde ich, der McRae-Fokus von 2000. Oder auch 2001. Ist vom Radstand, glaube ich, nochmal ein bisschen niedriger. Ein bisschen quirliger. So, also jetzt habe ich momentan, seht ihr schon, Steering Lag ist nicht so wirklich stark vorhanden. Das ist für die Xbox One absolut okay. Und mein Lenkwinkel, den ich hier jetzt gerade so selber habe, der stimmt auch größtenteils tatsächlich. Ich mache mal kurz den Scheibenwischer aus. Müsste eigentlich funktionieren. Ich halte mal gedrückt. Irgendwie nimmt er das nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Licht funktioniert auf jeden Fall schon mal. Normalerweise, wenn man das D-Pad hier belegt, also die Pfeiltasten, also das Steuerkreuz so rum, hast du normalerweise auch oben hoch gucken und unten runter gucken. Ich habe jetzt halt auch links und rechts gucken gemacht. Ich habe aber jetzt zum Beispiel Licht auf nach oben gucken belegt, weil nach oben gucken und gucken brauche ich nicht wirklich. Genau, also Lenkwinkel stimmt soweit jetzt wirklich 1:1 überein. Außer wenn ich weiter als 180 Grad drehe, dann stimmt es irgendwie nicht mehr. Weiter dreht aber Dirt Rally hier optisch auch nicht mit. Aber das ist zumindest vom Gefühl her das, was ich am besten finde. Wenn ihr halt den normalen Lenkwinkel eingestellt habt, dann müsste man, glaube ich, Mode gedrückt halten und dann dreimal Steuerkreuz nach links. Dann habt ihr den Standardwert mit 900 Grad. Ich müsste wohl irgendwie auf 360 fahren gerade. Auf dem PC fahre ich mit 450. Naja, muss man sich halt ein bisschen einfuchsen, ein bisschen für sich rausfinden, was einem da am besten liegt. Aber halt nicht erschrecken, dass es halt am Anfang so gar nicht stimmt, weil ja, leider passt Dirt Rally das leider hier automatisch nicht an pro Fahrzeug mit dem Lenkwinkel. Ist ein bisschen einfuchsen notwendig, um da reinzukommen. Aber naja, gut. Ja, so an sich, Force Feedback, Dirt Rally, Xbox One, ist ja, erstaunlich. Ja, es ist eigentlich wie am PC. Also ich fühle mich hier sofort zu Hause. Es ist wirklich ein extrem knackiges Force Feedback, ein sehr filigranes Force Feedback. Weitaus das Beste, was ich bisher mit dem TX-Wheel auf der One erlebt habe. Es ist direkt, es ist, wie gesagt, mit sehr wenig Steering-Lag. Du merkst die Sprünge, du merkst den Bodenbelag. Du hast ein Gefühl dafür, was das Auto macht. Es ist rundum gelungen. Das Ganze sieht ja auch schon mal jetzt hier rein vom Gameplay, glaube ich, direkt unmittelbar schon mal ein bisschen besser aus als das, was ich in den Controller-Folgen da so teilweise fabriziert habe. Die Handbremse lässt sich auch mal gut benutzen, um dem Auto nochmal diese zusätzliche Richtung zu geben, vor allem wenn es dann manchmal doch zu eng wird, wenn man noch nicht richtig eingelenkt hat, dann kann man da auch durchaus mal gut mit der Handbremse ein bisschen korrigieren. Den Subaru hier so ein bisschen anstellen. Der geht auch dann ganz gut in den Quergang, ganz gut in den Powerslide rein. Auch wenn man hier in Schweden für sowas schon relativ wenig Platz hat. Naja, aber die Framerate ist absolut stabil. Ich habe auch schon von Tech Art heißen die, glaube ich, oder Techland, immer so ein Vergleichsvideo gemacht zwischen PS4 und Xbox One. Die nehmen sich technisch absolut nichts und laufen auch beide durchgängig mit 60 FPS. Ab und zu gibt es mal einen kleinen Ausschlag auf 59,8 oder 59,2. Aber ganz ehrlich, das ist dann echt auch so, dass du es als beim Fahren selber auch nicht wirklich merkst. Sie bedienen sich hier auch so einen kleinen Trick mit einer adaptiven Auflösung. Das heißt, es kann sein, dass Dirt Rally zwischendurch, wenn es halt merkt, okay, die Framerate ist nicht richtig stabil, dann wechselt es halt von 1080p. Immer mal wieder ein bisschen runter, nimmt dann ein paar Pixel einfach weg. Das ist der Trick, der hier gemacht wird, auch um die Framerate so stabil zu halten. Und ja, also mir fällt das optisch zumindest auch von der Auflösung her nicht wirklich auf. Also wenn du halt wirklich auch beim Fahren bist und konzentriert bist auf dein Fahren, dann merkst du das auch nicht. Ja, es macht genauso viel saumäßig Laune wie am PC, auch mit dem Lenkrad und das ist das erste Mal, muss ich sagen,
Bei Project Cars war auch eine Menge Konfigurationsaufwand notwendig. Bei Forza gefällt es mir mit dem Controller wesentlich besser als mit dem Lenkrad. Ich bin da nie so richtig reingekommen. Ich fand es zwar bei Horizon 2 zur Abwechslung immer mal schön, auch an den ganzen Autos mal mit dem Lenkrad zu fahren, aber das waren ja auch wirklich, ja, mehr die Ausnahmefolgen. Also, ich hab dann meistens mal wieder auf den Controller zurückgewechselt nach ein paar Folgen. Und bei Forza 5 und Forza 6 bin ich damit ja nie wirklich warm geworden. Immer dieses ständige Understeering-Gefühl. Und das ist jetzt wirklich so das Erste, wo ich sagen würde, yes. Wenn man da ein bisschen Geld sparen will, sich nicht gerade den 900 Euro oder 1000 Euro PC hinstellen will für sowas, dann kann man da durchaus auch zur Xbox One greifen, die ja wirklich jetzt oft im Angebot schon ist für ein Apple und ein Ei. Und dementsprechend da auch Geld sparen. Ich sag mal so, ja, Assetto Corsa kommt jetzt auch noch raus für die Xbox. Mal sehen, wie das so läuft. Wie das so fahrbar ist. Wenn das ähnlich gut ist, dann können die Sparfüchse da vielleicht wirklich überlegen. Auch wenn ich nach wie vor wirklich zum PC raten würde. Also spart lieber nochmal ein paar Monate mehr und dann habt ihr einen richtig schönen PC und könnt eben auch andere Titel wie Race Room und Co. genießen. Ja. Also wenn da mal irgendwie eine Beratung, so grundsätzliche Einsteigerberatungsvideos so mal gewünscht werden, sagt einfach mal Bescheid. Ich hab das schon öfter. Ich krieg öfter ja Fragen auch bei Facebook zu dem Thema. PC-Empfehlung, Lenkrad-Empfehlung etc. pp. Also man kann... Ich denke mal, ich könnte da durchaus schon den einen oder anderen Ratschlag auch geben. Naja, machen wir mal weiter. War auf jeden Fall eine schöne Runde hier. Ja komm, lass uns doch mal jetzt hier den Loeb Pikes Peak Peugeot ausprobieren. Das ist auch ein Monster. Das ist auch ein Monster, ey. Ja, das habe ich halt nicht gecheckt neulich. Also da müsst ihr denn wirklich, wenn ihr Schotter oder gemischt nehmt, dann könnt ihr halt nicht, genau, dann habt ihr halt nicht die Auswahl. Das geht nur, wenn man hier tatsächlich Pikes Peak normal nimmt, also quasi die voll asphaltierte Variante. Dann habt ihr eben auch die Möglichkeit, ja, welche Etappe machen wir mal? Machen wir einfach mal eine Etappe, oder? Machen wir mal Sektor 2, wo es auf den Berg geht, ne? Das ist, glaube ich, ganz schön. Machen wir mal was Schönes, irgendwie Sonnenuntergang. Das sieht doch bestimmt ganz schick aus hier. Oder machen wir mal Nachmittag bedeckt, das ist auch interessant. Ja genau, hier habt ihr die Auswahl jetzt zwischen Hillclimb und Modern und das ist halt dann eben in der Klasse momentan der 208 T16 Pikes Peak von Loeb. Allrad 875 PS bei 875 Kilo. V6 natürlich aufgeladen bis zum geht nicht mehr und ja, Rekordhalter auf dem Pikes Peak momentan auf der asphaltierten Variante mit Sebastian Loeb. Der hat, glaube ich, Riz Millen den Rekord abgeluchst. Rice Millen, ne? Genau. Ja, 605 Meter geht's in die Höhe. Natürlich 100% Asphalt, ein bisschen nass. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, mal schauen, wie ich mich hier schlage. Also ich bin mit dem Auto jetzt einmal kurz gefahren und habe gemerkt, dass es schon übel ist. Vor allem auch relativ hecklastig, was man gar nicht erwarten würde bei so einem Allradantrieb her, aber bricht ganz gerne mal aus, obwohl er auch so einen fetten Flügel hinten drauf hat. Gut. Ja, das mit dem Lenkwinkel gilt übrigens natürlich für die PlayStation 4 genauso, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es da ein extra Menü nochmal gibt. Das gibt es ja bei der Xbox One nicht, wie beim PC, dass du so einen Profiler hast, wo du dann nochmal alle möglichen Werte einstellen kannst, ne, mit Zentrierfeder etc. Das gibt es halt auf der Xbox One leider nicht. Also wenn man da in die Controller-Einstellung geht, dann wird das Lenkrad halt nicht aufgeführt. Da muss man sich halt so behelfen, aber ja gut. Ich mache mal kurz ein Training, mal zu gucken, den Wagen auch nochmal von außen zu zeigen. Das ist er. Unser V6. Brutal. Richtig brutal, die Kiste. Das ist die Dash-Ansicht. Das ist die Cockpit-Ansicht. Loeb saß hier dann auch entsprechend in der Mitte. Aber die Bremsen packen ganz gut zu, aber trotzdem ist natürlich ein Geschoss.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das schnell. Muss halt wirklich die Reaktion wie so ein Adler haben. Oder eben wie Löb. Das geht auch. Oh, das Knallen. Ich bin mal ruhig. Ja, ist halt wirklich keine Minimap, kein Beifahrer, gar nichts. Aber das geht doch schief. Ich finde das aus der Perspektive schon wesentlich besser, wenn man die Kurve ein bisschen früher sieht. Boah, Alter, ist das schnell. Boah, ich muss mich jetzt wirklich mal ganz doll konzentrieren. Vielleicht kriegen wir es dann irgendwie gebacken. Ne, genau, ich gehe mal zurück zum Servicebereich. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Ja, da fliegt er nämlich schon. Da passiert es nämlich schon. Na gut, ich fahre einfach mal sehr konzentriert einfach jetzt diesen Berg hoch. Es muss ja nicht unbedingt jetzt die schnellste Variante sein. Einfach mal gucken. Natürlich gehe ich auch wieder ins Cockpit. Genießen es einfach mal jetzt. Schnell du dann einfach auch schon im sechsten Gang bist. Geht eigentlich mit der Hecklastigkeit. Boah, der rutscht. Das ist so geil mit dem Backfire. So brutal. Ich habe ein bisschen Probleme beim schärferen Einlenken. So, da habe ich, da verliere ich voll das Gefühl. Irgendwie, weil. Ja, bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch noch. Ich brauche das irgendwie, dass das mit den Ingame-Bewegungen übereinstimmt. Oh, das wird zu knapp. Das war zu knapp. Das tut weh, das knallt. Wo bin ich denn? Ich mache einfach mal zurücksetzen. Ich glaube auch die Anzeige. Tacho, das sind Meilen. Das sind, glaube ich, keine km/h. Würde mich schwer wundern. Ist der schon kaputt? Weil der fährt nämlich schon ganz schön komisch. Ja, der ist schon kaputt. Aber wir haben mal einen Platten auch, ne? Kann ich reparieren schon? Nee. Der ist kaputt. Ja, der ist hinten kaputt, aber ich kann den hier nicht reparieren, Pikes Peak, keine Chance. Ich habe die Hälfte geschafft und schon gescheitert. Knallhart. Ich versuche es nochmal mit der Perspektive über der Motorhaube. Ich habe das Gefühl, dass ich da so ein bisschen erfolgreicher sein könnte. Mal gucken. So, nochmal. Ja, manchmal merkt man doch schon so ein bisschen das Kantenflimmern, ne? Im Vergleich zum PC. Auch die Hintergründe sehen ein bisschen unschärfer aus. Aber wie gesagt, das ist insgesamt völlig okay. Ja, es wurde auch nochmal gefragt, generell wegen der Bildqualität, also... Ist bei mir schon ganz logisch, dass es generell auch das Video mit der Xbox-Version nochmal ein bisschen schlechter aussieht, allein deshalb... Weil die Art und Weise, das Ganze aufzunehmen und zu rendern, schon mehr Qualitätsverlust hat als PC. Beim PC nehme ich nämlich mit Fraps unkomprimiert auf. Also quasi eine 1:1 Aufnahme, die dann nur nochmal gerendert wird. Auch mit einer relativ hohen Bitrate. Das ist wieder zu spät hier. Das ist wirklich eine gemeine Kurve. Wir haben auch in der Karriere neulich schon ein bisschen Probleme gehabt. Und bei der Xbox... Oh Leute, es tut mir leid. Bei der Xbox nehme ich halt mit der Elgato Capture Card auf. Und, ja, da ist generell schon vom Capturen her schon Qualitätsverlust und diese sowieso komprimierte Datei. Ja, jetzt sehen wir auch km/h übrigens mal, ne? Unten rechts, ist das brutal. Ja, diese Datei wird dann ja nochmal gerendert, also das ist dann einfach von der Qualität deutlich schlechter.
als wenn ich das am PC aufnehme. Das wird, glaube ich, ein kleiner Abflug. Na, mal gucken, kommen wir vielleicht noch... Nein, das ist der Baum. Und schon wieder ist der Kühler im Arsch. Das ist wirklich sauschwer. Dieses PS-Monster hier. Vor allem auf der nassen Fahrbahn hier hochzujagen. Aber solange er noch gut geradeaus fährt, passt es ja noch. Also das Lenkrad ist auch fast schon wieder zu sensibel. Also ich würde fast schon dazu tendieren, hier nochmal. Kann man ja auch on the fly machen während der Fahrt quasi. Wenn man kurz ins Menü geht, kann man ja auch nochmal den Lenkwinkel verändern. Würde ich hier fast sogar empfehlen. Gegenlenken, gegenlenken. Hätte nicht gedacht, dass der so rutschig ist, der Wagen. Das ist echte Arbeit, pure Arbeit hier. Ah. Ja. Bremsweg immer ein bisschen länger einschätzen. Na, wir bringen das zu Ende. Ohne jetzt hier den Berg runter zu kugeln. Das ist somit jetzt mit Abstand der brutalste Wagen in Dirt Rally. Einen schnelleren gibt es de facto nicht. Mal durch. Wir müssen uns mal die ersten Meter der Wiederholung hier nochmal anschauen. Dann werden wir uns gleich unserem Rallycross-Event nochmal widmen. Ja. Ne, das war wieder falsch. So. Ja, generell auch die Wettereffekte mit der Gischt und so und nasse Fahrbahn, sieht alles sehr schön aus hier bei Dirt Rally. Ja, bei solchen verrückten Sachen ist irgendwie immer Red Bull mit dabei. Das Gefühl. Gut. Vierter Platz, na immerhin. Ja, fahren wir mal dieses schöne Rallye-Event. Rallycross meine ich. Die Minis sind nämlich echt sehr witzig, sehr cool. Dann machen wir heute mal in Hörlies. Wir waren ja dann schon in Hell und in Lütten Hill. Dann heute Hörlies, das ist ja eine logische Konsequenz. Das machen wir einmal. Nee, nicht. Machen wir Pikes Peak. Rallycross. Hörlies in Schweden. So, dann machen wir wieder. Ja, ich denke mal, pro Lauf zwei Runden dürften reichen. Fürs Finale können wir dann ja vier fahren. Oder sagen wir mal drei, dann haben wir, denke ich mal, genug. Die Autos sind ja ein bisschen langsamer. Machen wir hier Schwierigkeit mal auf schwierig. Mal sehen, wie sie sich so schlagen, wie wir so klarkommen. Hat ja in den anderen Klassen soweit immer ganz gut geklappt, gerade so fürs Finale. Mal sehen, wie es denn hier läuft. Ja, Hörlies, volle Strecke. Also probieren wir es mal. Kann man auch das Wetter für die einzelnen Läufe einstellen? Ah, ich weiß es nicht. Ich mache einfach mittagsonnig. Das ist ein bisschen das Blöde, dass man nicht pro Lauf einstellen kann. So, das ist wie gesagt auch eine neue Klasse, auf dem PC noch nicht verfügbar. Dürfte dann wahrscheinlich auch mit Patch irgendwie kommen. Ja, 8 Lackierungen gibt es bei Mini. Queife. Davon ist doch meine Frontdifferentialsperre, Vorderachsdifferentialsperre. Holy Moly, nee, Liqui Moly. Holy Moly, Speedline. Forge, AMD Radeon und EBC Brakes. Ja, gibt es auch so Bremsbeläge und so ein Kram. Sehr gut. Ja, nehmen wir mal ganz klassisch den roten. Ja, wäre ganz cool, wenn da in die Klasse noch irgendwas anderes reinkommen würde, dass man da auch zwei, drei Autos zur Auswahl hat. Das würde natürlich ein bisschen mehr Variation reinbringen. Andererseits natürlich eine coole Klasse, weil sie absolut gleichberechtigt sind, alle die Autos. Ja, eine gleiche Leistungsklasse haben. So, vier Qualifizierungsrunden wieder, dann Halbfinale, dann das Finale. Also fahren wir insgesamt sechs kleine Läufe auf der vollen Strecke in Hörlies. Nicht zu vergessen die Joker-Runde. Da ist mir noch aufgefallen, aus der ersten Folge war das, glaube ich, noch, wo ich ja irgendwie angeblich einmal die Joker-Runde vergessen habe. Da habe ich die Joker-Runde gefahren,
Der hat die bloß nicht gewertet in hell, weil ich zu weit rechts, glaube ich, reingefahren bin. Muss man ein bisschen aufpassen. So, hier sehen wir die wunderschöne Strecke. Hell haben sie mittlerweile auch bei Sebastian Ubrelli, Ivo, ne? Da müsste ich eigentlich die DLCs auch nochmal zeigen. Na gut, legen wir einfach mal los. Ich fahre einfach mal direkt los jetzt. Komm. Geht der Cockpit. Ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Und los geht's. Auch ein absolut geiler Sound. Oh, die sind auch ganz schön schnell, ne? Also die haben halt nicht so viel Leistung, aber der Witz ist halt an der ganzen Geschichte hier, dass die Dinger natürlich übelst leicht sind. Und das spiegelt sich auch gleich im Fahrverhalten wieder. Ich finde, das merkt man sehr gut, dass das Ding halt kaum Gewicht hat. So ein kleines Go-Kart, so ein kleines Spielzeug und so fühlt es sich auch an hier. Der Grip ist aber relativ gut. Haben ja auch relativ breite Reifen drauf, wie man sieht. Wir haben gerade schon wieder so unsere Schwierigkeiten da vorne, mal unmittelbar mitzuhalten. Jetzt müssen wir sofort die Joker-Runde fahren. Um den Joker, es ist die letzte Runde. Jawohl, das müssen wir. Ja, die fahren uns wieder ein bisschen davon. Aber das haben wir letztes Mal auch schon erlebt und da haben wir festgestellt, dass wir in der schnellsten Gruppe waren am Start. Erstmal mit dem ein bisschen warm werden hier. Dem Kleinen haben wir ja 4 Runden Zeit, um uns dann fürs Halbfinale und Finale zu wappnen. So, da kommt gleich das Ziel. Kriegen wir vielleicht noch hier einen in der Mitte? Nee, innen überholt? Nee, leider nicht. Da ist schon die Ziellinie. Ja, Formel 1 war ja auch wieder ein Ding am Wochenende. Rosberg schon wieder gewonnen. Sein 5. Sieg in Folge, der 2. in der Saison jetzt. Und damit schon 17 Punkte Vorsprung auf Hamilton in der Saison. Natürlich ziemlich gut. So, wir sind insgesamt 8. gewesen von den 16. Also wir sind absolut im grünen Bereich. Wir müssen ja nur unter die ersten 12 kommen. Und das hat schon mal ganz gut geklappt. Ja, mal gucken, wie es in der 2. Gruppe läuft. Ich würde mal versuchen, vielleicht auch direkt die Joker-Runde in der 1. Runde zu nehmen. Das könnte vielleicht helfen. So. Na, reparieren machen wir mal. So, übernehmen. Dann los. Vettel, sehr unglücklich ausgefallen am Anfang, in der Anführungsrunde schon der Motor geraucht. In Bahrain. Ganz klasse, Romain Grosjean. 5. Platz mit dem ganz frischen Team, das sein Debüt gefeiert hat, Haas Racing. Die haben schon sehr viele Punkte geholt, das ist echt krass. Hätte denen, glaube ich, keiner so richtig zugetraut. So, wir sind jetzt schon die Joker-Runde gefahren, hängen schon mal wieder direkt hinter den Gegnern. Das ist schon mal sehr gut. Aber wie wir auch gesehen haben, die Joker-Runde hier in Hörlis, die ist nicht ganz so langsam. Also man verliert nicht sehr viel Zeit im Vergleich zur normalen Runde. Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und der erste ist schon sehr weit vorgefahren, der hat einen kleinen Abstand. Schon rausgefahren zum zweiten, aber ich denke mal, wenn das hier gut läuft, sollten wir auf jeden Fall jetzt eventuell sogar auf Position 2 rauskommen. Ordentlich Backfire da vorne, es knallt schön aus dem Auspuff. Jetzt hier die Kurve gut erwischen, das ist das Wichtigste, und nicht umkippen vor allem. Ja, auf jeden Fall wieder Zeit verloren und ja, wir sehen schon, also die Joker-Runde hier, die ist auf jeden Fall fast 1:1 so schnell wie die normale Runde. Wir müssen gucken, dass wir hier an dem Roten irgendwie vorbeikommen, an dem AMD Mini. Das ist nicht so einfach. Vollgas, komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, reinschubsen hier. Mal rein. Jawohl, so geht das. Einfach mal reingestochen da in die Ecke. Das ist auch, die Minis kannst du, glaube ich, echt gut rempeln. Guck mal, das ist sogar jetzt schon von der Zeit her Rang 4 gewesen. Damit rücken wir auf jeden Fall weiter vor. Wir sind auf Platz Gesamtrang 7. Tendenz zeigt nach oben auf jeden Fall. Na gut. Hoppala. Aber wir müssen jetzt im Rennen auch mal ein bisschen besser performen. Das sah nämlich bisher noch nicht so gut aus. Ah ja, reparieren machen wir noch schnell. Auch wenn kaum was kaputt ist.
Mein Problem ist der Start. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen zu zaghaft beim Lösen der Handbremse am Start. Boah, die haben sich gerade drei ganz ordentlich eins auf die Nuss gegeben. Ich nutze mal direkt hier die Chance, um gleich in die Joker reinzufahren. Mich langsam auch ein bisschen mehr an den Lenkwinkel hier gewöhnt. Ach, vielleicht hätte ich doch den Zweikampf mehr suchen sollen eben. Ja, ein bisschen... Ich gewöhne mich dran auf jeden Fall. Schon vor der Joker-Runde hier den dritten Platz zurückholen. Das wäre sehr gut. Na, wo ist er? Oh, Junge. Ja, der muss natürlich jetzt da abbiegen. Ich habe sie ein bisschen schneller erwischt als beim letzten Mal und habe jetzt auch den dritten Platz tatsächlich. Komm, komm, komm. Kontaktsport. Einfach die Kurve nehmen. Ist meine. Und schon sind wir auf dem zweiten Platz. Oh nein, das war die Handbremse. Ich wollte eigentlich nach hinten gucken. Oh Gott. Das lief jetzt leider... Am Ende des Rennens ein bisschen unsauber. Können wir den zweiten Platz noch holen? Ja. Mit viel Biegen und Brechen haben wir den zweiten Platz uns geschnappt hier. Ja, sehr schön. Wieder vierter Platz. Das war der dritte von vier Vorläufen. Damit sind wir jetzt auf Gesamtrang 6 schon mal. Ja, ich denke, wir sind auf jeden Fall im Finale, also beziehungsweise im Halbfinale. So, weiter geht's. So, besseren Start. Besserer Start noch, dann sind wir gut drauf. Ja, genau so. War noch nicht perfekt, aber man muss da sich ein bisschen was trauen. So, ich nehme den Fight mal an jetzt und fahre einfach mal mit den Gegnern. Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde begonnen. Oh, der ist in die Joker-Runde gefahren, der letzte. Du musst als nächstes die Joker-Runde fahren, um eine Zeitstrafe zu vermeiden. Angeschränkte Sicht natürlich immer. Jetzt gilt es natürlich noch, wenigstens noch eine gute Platzierung rauszuholen, einfach auch für den Startplatz, ne? Weil der spielt natürlich auch in der Finalrunde gleich eine Rolle. Wie weit vorne man startet im Feld. So, wo ist der Blaue? Ja, er ist vorbeigerutscht und zwängt sich hier gleich in den Zweikampf mit dem Roten. Vielleicht haben wir da die Chance, als lachender Dritter da rauszugehen. Ja, sehr schön. Jetzt vielleicht Innenbahn besetzen. Gegen den Blauen haben wir hier wieder einen zweiten Platz im Heat gewonnen. Also einen zweiten Platz nicht gewonnen, aber einen zweiten Platz eingefahren. Ja, ich habe mir ja beim letzten Mal mit dem Controller so sehr die Übersicht gelobt, ne? Weil das ist auch Spaß macht, mal mehr Übersicht zu haben im Rallycross. Das Gefühl natürlich im Cockpit ist einiges intensiver bei den Rennen. Das ist mal klar. So. 1:32, das reicht für den dritten Gesamtrang sogar. Nur Popa und Lysenko waren hier schneller. Okay, sehr schön. Ja, beim Halbfinale und Finallauf können wir auch mal ins Replay reinschauen dann. Aber erstmal geht's weiter. Damit sollten wir auf einem ganz guten Platz jetzt stehen. Ja, wir stehen auf jeden Fall jetzt vorne in der ersten Reihe, beziehungsweise relativ weit vorne. Fahrzeug wird nochmal repariert. Dann geht's los. Also wir stehen hier in der Mitte, zumindest. Ja, zumindest mal in der Mitte geblieben. Also unter die ersten drei müssten wir auf jeden Fall kommen. Zwei Runden sind es nur. Ich nehme mal die Joker-Lab gleich mit. Versuche die hier möglichst schnell zu durchfahren. Ich schmeiße den Mini hier durch die Kurve. Da vorne sieht es eng aus und da dreht sich einer schon komplett weg und ich drehe mich auch weg. Scheibenkleister. Ja, damit sollten wir auf jeden Fall in diesem 2-Runden-Rennen nicht mehr nach vorne kommen. Deswegen würde ich sagen, komm, wir machen mal den Neustart. Einmal können wir es machen. Natürlich schade, aber nichts ändern. Ich weiß nicht, ob Joker Lab in der ersten Runde schon so eine gute Idee ist.
muss relativ schnell den zweiten hochschalten. Jetzt ist wieder eine gute Entscheidung, eigentlich direkt in die Joker reinzufahren, weil die sich da so ein bisschen das Kabbeln haben und das da vorne sonst sehr eng wäre. Guck mal, sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt vorsichtig. Hinten kommt der Stoß. Aber das ist eine gute Voraussetzung. Wir haben hier trotz Joker Lab schon fast den dritten Platz. Hinten kommt der Stoß, aber der Mini steckt das relativ gut weg. Ja, wir sind schon jetzt Dritter und haben schon die Joker Lab absolviert. Das ist schon mal... Besser geht's gar nicht. Schön von außen und dann schön hier rein fallen lassen. Die beiden biegen jetzt natürlich ab. Aufpassen, dass wir hier nicht... Au! Wendet sich das Blatt doch nochmal. Ist der dritte Platz sicher? Ja, wir sind noch auf Platz 3. Das würde momentan noch bedeuten, Finaleinzug. Und so einen ziemlich gemeinen Stoß gab. Der lässt aber auch nicht locker. Schön passiv, schön defensiv. Und das reicht. Das reicht, um ins Finale zu kommen. Aber wir werden sicherlich von ganz weit hinten starten. Da gehe ich mal von aus. Also wir haben jetzt eine 45er als schnellste Runde und als Rennzeit aber eine 1:32.3 gefahren. Eine 1:22. Ja, das würde bedeuten, dass wir tatsächlich vom Startplatz her Vorvorletzter sind. Also auf Platz 4 müssten wir starten, wenn ich jetzt richtig überblicke. Ja, wir waren sogar schneller als Leitner. Das heißt, wir müssten normalerweise von Platz 3 starten im Finale. Jetzt können wir natürlich mal in die Wiederholung reinschauen. Die kleinen Brummer. Ja, tolle Soundkulisse auf jeden Fall. Rennstreckenatmosphäre pur, Rallycross-Atmosphäre pur. Tolle Bilder hier auch. Sieht sehr schnell aus. Die machen fast mehr Laune, finde ich, als die S1600er. Sind quirliger, schöner zu fahren. Nicht so kopflastig. Ja, das war die Situation, wo er natürlich jetzt in die Joker Lab einbiegen will und uns da nochmal rausschiebt. Aber dann hat es trotzdem noch gereicht, um hier vor ihm rauszukommen und den dritten Platz nach Hause zu fahren. Sehr schön. Gut. Finale. Der Gewinner ist der Eventmeister. Wo stehen wir? Natürlich will ich es reparieren. Wo stehen wir? Ja, ich stehe doch. Ja. Ja, das war ein Frühstart. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich stehe doch relativ weit hinten. Sogar auf 6. Ich krieg das. Alle guten Dinge sind 3. Ich bin jetzt übermotiviert. Okay. Schauen wir uns das Ganze erstmal von hinten an. Ja, schon mal zwei Plätzchen gut gemacht. Sogar vielleicht 3 Plätzchen gut gemacht. Den roten. Ja, den haben wir den? Ja, den haben wir vielleicht sogar schon. Jetzt schön die Linie hier zumachen, innen durchdrängeln. Und da haben wir schon den zweiten Platz. 3 Runden jetzt. Statt 2 wie in den Vorrunden. Jetzt will ich mal schauen, dass man möglichst wenig Über- und Untersteuern da durchkommt. Ich würde sagen, Joker Lab legen wir die letzte Runde, weil solange wir hier freie Fahrt haben, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ja, ich muss... Klar. So, der Kontrahent hier, der hat sie jetzt schon. Nochmal ein bisschen näher an ihn rangekommen. Muss jetzt wirklich sauber laufen. Wenigstens hier den Silberpott nach Hause nehmen können.
Gerade Blau ist auch dicht dran. Letzte Runde. Vollgas, 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 Vollgas. Wo ist er? Da ist er. Müssen wir nochmal zurückschlagen hier. Der ist noch daneben. Tür zumachen, Tür zumachen. Man hat das Gefühl, dass man in der Miniklasse hier schon ein bisschen aggressiver fahren kann und das trotzdem noch legitim bleibt. So, das könnte tatsächlich noch der zweite Platz werden. Der holt nochmal auf, aber es reicht. Haben wir doch noch gut hinbekommen hier. Ja, nice. So. Sehen wir den Start. Hinten erstmal aus allem rausgehalten und dann relativ früh die Plätze gut gemacht. Hier schon mal die ersten beiden Streithähne. Dann hier die Strecke schön genutzt. Hier direkt den Platz freigeschaufelt und also wir schon auf Platz 2. Ja, so ist es abgelaufen. Ja, sehr gut. Also, damit sind wir hier, würde ich sagen, erstmal am Ende unserer Dirt Rally Xbox One Preview. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal auch die dritte Folge hier mit dem Lenkrad. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin auch ganz gut erreichbar bei Facebook über eine Privatnachricht. Wenn man da nochmal irgendwie eine spezielle Frage hat, eine länger formulierte Frage hat, auch gerne reinschreiben. Es kann sein, dass es dann mal durchaus mal einen Tag oder so, vielleicht mal 2 Tage dauert, bis ich da antworte. Aber ich nehme mir da meistens die Zeit und helfe auch weiter. Das können sicherlich einige von euch schon bestätigen. Ja, in diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Gibt auf jeden Fall die Woche auch wieder NASCAR und ich möchte auch mit der Dirt Hero Rally Karriere weitermachen diese Woche und ein Focus RS muss ich auch immer noch schneiden und diese Ranger Geschichte auch noch, also da wartet noch ein bisschen Arbeit, deswegen will ich nicht zu viel versprechen, aber das ist auf jeden Fall der Plan. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, tschüss!